So, Freunde, und weiter geht es mit Let's Play Sherlock Holmes, das Testament. Und wir gucken mal weiter. Wir sind ja in dem Fall von den ermordeten Geistlichen. Und wir gucken uns die nächsten Hinweise an. Ich kann jetzt nicht gehen. Gut, also hier geht's zur Tür raus. Das wollen wir jetzt nicht. Vielleicht wäre da ja irgendeine Information an der Tür gewesen. Hier haben wir was auf dem Schreibtisch liegen. Ein Füller oder eine Feder. Ein Skalpell. Oh, Blut fasziniert. Es besteht kein Zweifel. Die Verletzungen wurden dem Bischof mit diesem Skalpell zugefügt. Also, fast richtig. Wir haben hier das Skalpell gefunden. Das wird wohl die Waffe, die Tatwaffe gewesen sein. Oder eine der Tatwaffen vielleicht sogar. Und was haben wir hier? Lässt sich nicht öffnen. Merkwürdig. Die Tür zum Nebenraum wurde nicht gewaltsam geöffnet. Reverend, dürfte ich den Schlüssel haben? Nein, Sie haben hier keinerlei Befugnis. Ich rufe die Polizei. Vielleicht sollten wir besser auf ihn hören, Holmes. Vielleicht sollten Sie mich besser weitermachen lassen, Watson. Gut, also hier kommen wir nicht rein. Was ist mit der Tür? Diese Tür wurde nicht gewaltsam geöffnet. Wohin führt sie, Reverend? In die Gemächer seiner Exzellenz. Allerdings befinden sich dort nur eine Matratze und ein Hocker. Na, das reicht uns zum Umschauen. Ob wir hier vielleicht noch was finden. Also, wir können hier die Matratze anwählen. Die Schlafgemächer des Bischofs. Sehr bescheiden eingerichtet. Hier ist nichts Interessantes. Gut, ein Versuch war es ja wert. Bei dem Stuhl haben wir auch nichts. Dann können wir hier wieder rausgehen. Und können uns mal das Gemälde anschauen. Das Porträt von Peregrine Maitland, Kommandant der Gardeschützenbrigade Ihrer Majestät in Waterloo. Der Bischof von Knightsbridge trägt den gleichen Namen wie sein Vorgänger. Eine angesehene Familie. Gut, das hilft uns aber nicht so viel weiter. Dann schauen wir mal hier unten im Schrank. Also, hier haben wir ein Seil. Eine Peitsche? Sieht eine mir Peitsche. Eher nach einem Werkzeug zur Selbstgeißelung aus. Was haben wir hier? Das ist ein Bußgürtel, der dem Träger Schmerzen bereiten soll. Der Bischof hat ihn wohl getragen. Dieser äußerst fromme Mensch hatte wohl die Angewohnheit, seinen Leib aus Gründen der Buße zu peinigen. Das könnten sogar die Spuren auf seinem Bauch sein, die schon ein bisschen älter sind. Dann gucken wir mal weiter, was wir hier haben. Das ist ein Bußgürtel, der dem Träger Schmerzen bereitet. Alles klar, gehört auch noch dazu. Haben wir hier sonst noch was außer Peitsche und Gürtel? Haben wir nicht. Dann können wir hier oben nochmal reinschauen. Das ist ein... sieht aus wie ein Schachfeld. Ich brauche etwas. Lässt sich nicht öffnen. Ich brauche etwas. Lässt sich nicht öffnen. Gut, also hier können wir nicht wirklich viel machen. Ich hätte sonst gesagt, dass wir hier vielleicht den öffnen können, um die Figuren rauszunehmen. Weil, ach Quatsch, natürlich ist es kein Schachbrett, weil es nur 7x7 ist. Was könnte das dann sein? Lässt sich. Ja, da müssen wir später nochmal reinschauen. Mir fehlt etwas, womit ich diesen Tresor öffnen kann. Können Sie mir sagen, wo ich fündig werde? Nein. Ein Schachbrett, Mann, Mann, Mann. Das befindet sich in dem Tresor. Wovor haben Sie Angst, Reverend? Ich habe vor gar nichts Angst. Und in der Tat, ich habe, was Sie brauchen, um den Tresor zu öffnen. Aber ich vertraue mich nur einem Gesetzeshüter an und niemandem sonst. Also, der Reverend ist ziemlich auf die Polizei aus. Wie sollen wir hier sonst den Fall lösen, wenn er uns den nicht lösen lässt? Wir können hier jetzt theoretisch nochmal schauen, aber so wie es aussieht, haben wir wohl alles,
gefunden. Dann können wir noch mal kurz auf die Tafel sehen. Also, hier haben wir noch das Fläschchen. Hier fehlt uns noch was. Wir haben Buße. Der Bischof hat sich kastreit. Er war Schmerzen gewohnt. Und der Tresor, der Mörder, dem Mörder ist es nicht gelungen, den Tresor, das Schachfeld zu öffnen. Gut. Und das Nebenzimmer. Das Nebenzimmer wurde nicht durchsucht. Ist im Zusammenhang mit der Bischof besaß keine Wertgegenstände, nicht mal in seinem Tresor. Die Mörder haben etwas Bestimmtes gesucht. Die Mörder haben die falsche Person getötet. Der Bischof hat die Mörder überrascht. Tja, das liegt natürlich nahe, dass der Bischof in seinem Kämmerchen war und dass die Mörder gerade dabei waren, sich an seinen Tresor zu vergehen. Das würde ich mal auswählen. Und einer der Mörder hat die Schuhe angezogen. Die Mörder des Bischofs handelten im Auftrag einer anderen Person. Die Mörder haben nach den Schuhen des Bischofs gesucht. Die Mörder wollten den Bischof ausrauben. Naja, gut, das klingt natürlich ein bisschen abwegig mit den Schuhen. Ich glaube nicht, dass er einfach die Schuhe haben wollte. Tja, aber sie haben den ja ausgezogen. Also kann natürlich auch sein, dass es nur deswegen war, um aus dem Zimmer rauszukommen, ohne dass da jetzt großartig Spuren hinterlassen werden, die zu den Tätern passen oder um die Polizei oder uns zu verwirren. Das ist jetzt eine gute Frage. Vielleicht waren die Schuhe auch wertvoll, man weiß es nicht. Wir können ja hier erstmal auswählen, die Mörder wollten den Bischof ausrauben. Ich weiß allerdings nicht, ob das so korrekt ist. Und hier fehlt uns noch ein bisschen was. Also wir müssen noch ein bisschen ermitteln. Was sagt denn hier der Referent? Hat er vielleicht neue Informationen für uns? Sie haben nicht das Recht hier her... Okay, nur das alte Gewisch. Und was sagt der Watson? Was meinen Sie, Holmes? Auch nur das Gleiche. Raus können wir wohl auch noch nicht. Dann gucken wir mal. Haben wir hier vielleicht was übersehen? Hier würde ich ja schon sehr gerne rein. Lässt sich. Immer noch abgeschlossen. Schade. Hier unten, da haben wir wie gesagt nur Gürtel und Peitsche. Hier beim Tresor. Tja, haben wir da was übersehen? Mir fehlen. Lässt sich nicht. Also, wir brauchen hier. Wie kann man den denn öffnen? Mir fehlen. Aha, hier haben wir. Die Spuren zeigen, dass die Diebe versucht haben, diesen Tresor zu öffnen. Also, die Diebe waren hier tatsächlich dran, wollten den Tresor aufmachen. Haben es aber nicht geschafft. Ich brauche etwas. Da müssen wir noch ein paar Informationen rausholen. Gut. Was haben wir hier denn noch? Das haben wir ja alles, glaube ich, schon gesehen. Wir können ja mal den siebten Sinn aktivieren und gucken, was passiert. Und jetzt? Also hier waren wir ja schon. Was meint denn der gute Herr Holmes damit? Das haben wir ja schon gesucht. Seine Unterarme wurden aufgeschnitten und Teile der Haut abgerissen. Was meinen Sie, Watson? Ich würde sagen, er wurde bei lebendigem Leibe verspeist. Mir sind übrigens ungewöhnliche Zersetzungserscheinungen am Hautgewebe um die Wunden herum aufgefallen. Mein lieber Freund, alles deutet darauf hin, dass dieser Mann in seine eigenen Unterarme gebissen hat. Das ist unglaublich, Holmes. Also. Der Herr hat scheinbar Gefallen an sich gefunden und sich, so wie es aussieht, selber gebissen. Warum macht er das? Das werden wir herausfinden. Also, der Bischof hat sich selbst gebissen.
Die Frage ist halt nur, warum? Und vielleicht können wir hier nochmal gucken. Also das Nebenzimmer, der Bischof, die Mörder haben etwas Bestimmtes gesucht. Die Mörder haben die falsche Person getötet. Der Bischof hat die Mörder überrascht. Vielleicht ist doch das hier eher das Richtige. Aber eins steht fest, die Mörder wollten den Bischof ausrauben. Tja. Aber hier fehlen uns noch Informationen. Also, wir müssen hier rüber. Wir müssen hier rüber. Die Frage ist nur, wie. Lässt sich nicht öffnen. Tja. Ansonsten, wenn wir den siebten Sinn aktivieren. Also, der zeigt uns immer noch wieder die Leiche an. Also, da muss es doch noch Informationen geben, die wir brauchen. Und zwar bei den Füßen. Haben wir hier. Ach, hier unten sind noch. Dieser arme Mann wurde bis unterhalb der Knie gefesselt. Sicher unter anderem, um ihn am Weglaufen zu hindern. Aber hauptsächlich, um seine Schuhe ausziehen zu können. Mein Gott, Holmes. Dieser Mann wurde auf schreckliche Weise gefoltert. Gut, also. Das hilft uns weiter. Das war zwar nur eine kleine Information, aber. So, Folter. Das Opfer wurde grausam gefoltert. Der Bischof hat sich kastriert, er war Schmerzen gewohnt. Der Bischof widerstand der Folter, der Bischof hat sich zu stark kastriert, der Bischof hat die Folter nicht ertragen. Das heißt, weil er es einfach gewohnt war, die Schmerzen, hat der Bischof wohl widerstanden. Und den Mördern ist es nicht gelungen und der Bischof wollte es auch nicht. Der Bischof wollte wohl eher sterben, als dass er den Tresor öffnet. Die Mörder sind gekommen, um den Bischof zu töten, das würde ich sagen. Nein, die Mörder des Bischofs haben bekommen, was sie wollen, das glaube ich auch nicht. Und die Mörder des Bischofs haben nicht bekommen, was sie wollen, jawohl. Weil, ja, der Bischof war wie gesagt, die Schmerzen gewohnt und hat ihnen einfach nicht gegeben, was sie wollten. Und hier sind jetzt grüne Haken, das heißt, wir sind vielleicht hier doch eher falsch. Tja, da müssen wir nochmal gucken. Die Mörder haben die falsche Person getötet. Das würde ich eher ausschließen. Der Bischof hat die Mörder überrascht. Das kann natürlich dann auch wieder sein. Ich will jetzt hier auch nicht raten, aber die Mörder wollten den Bischof ausrauben. Das ist ja wohl klar. Ist jetzt halt nur die Frage, die Mörder haben die falsche Person getötet. Der Bischof hat die Mörder überrascht. Die Mörder haben etwas Bestimmtes gesucht. Dann würde ich sagen, eher das hier. Hier unten können wir nochmal gucken. Also, einer der Mörder ist ein Geistlicher. Das ist unwahrscheinlich. Einer der Mörder hat den Tatort mit den Schuhen des Bischofs verlassen. Die Mörder haben die Schuhe des Bischofs weggeworfen. Naja, eigentlich hat er ja das verlassen. Einer der Mörder ist Schuhverkäufer, das ist Quatsch. Die Mörder sind arm. Einer der Mörder kam wegen der Schuhe zurück. Das ist eigentlich auch sehr abwegig. So muss es doch eigentlich sein. Kann natürlich auch sein, dass sie den ausrauben wollten, aber den Auftrag von einer anderen Person bekommen haben. Aber hier ist das noch nicht ganz richtig. Sonst würde es wahrscheinlich hier grün stehen. Tja. Gute Frage. Also hier sind wir ja richtig. Wir können jetzt theoretisch hier nochmal schauen. Wenn wir den siebten Sinn nochmal anwerfen.
Also, das zeigt nochmal hier unten hin. Waren wir hier nicht schon komplett? Ach was. Ah, wir können mit das auch Nadel nehmen. Lässt sich der Bußgürtel festmachen. Ach, sieh mal an. Also. Das ist ein Bußgürtel, der... Eine Nadel. Und haben wir die Nadel nicht im Inventar zufällig? Mir fehlen... Nein, haben wir leider nicht. Ach Mensch, wie können wir denn hier weiterkommen? Ich muss natürlich nicht dazu sagen, dass das Spiel ganz neu ist. Und ich das blind spiele. Deswegen kann es mal sein, dass man zwischendurch mal ein bisschen irgendwo hängt. Vielleicht wisst ihr ja auch schon, wie es weitergeht. Ich bitte euch aber nichts zu spoilern. So, haben wir hier vielleicht noch nicht alles durchsucht? So, wir können noch mal kurz gucken. Kriegen wir noch einen Hinweis? Oder war das alles? Also, er zeigt wieder nach draußen, aber nach draußen können wir ja nicht gehen, das wissen wir. Ich kann jetzt nicht gehen. Jawohl. Tja. Was machen wir denn jetzt? Also, wir haben eine Nadel, wir haben ein Skalpell, ein Steinfragment, einen abgetrennten Finger und ein Seil und ein zerbrochenes Fläschchen. Was können wir denn hier mitmachen? Die Nadel, die könnte man ja theoretisch... Ist halt nur die Frage, wie wir das verwenden können. Weil... Vielleicht können wir ja hier... Lässt sich nicht öffnen. Mir fehlt... Okay. Also das geht nicht. Mensch, 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 das ist ganz schön kompliziert hier. Ich würde sagen, dass wir hier ein kurzes Päuschen machen und in der nächsten Folge geht's dann weiter mit diesem Fall und dann hoffe ich, dass wir zum Abschluss kommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann.